wir alle sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Ein leerer Campus ist einfach nicht das, was zu einer Universität passt. Und ich denke, wir alle freuen uns schon auf den Moment, wo wir wieder an die Universität zurückkehren dürfen. Und dieses Zurückkehren an die Universität wird es dann wieder richtig möglich sein, wenn wir sicher sein können, dass wir nicht andere Menschen anstecken und andere Menschen auch wissen, dass sie nicht angesteckt werden, weil sie entsprechend geschützt sind. Das Maskentragen hilft da ja nur in einem bestimmten Ausmaß, aber ich denke, dass gerade die Impfung für alle beteiligten Personen da ein wichtiger Schritt sein wird. Und es findet ja auch jetzt schon eine öffentliche Debatte darüber statt, wie weit geimpfte Personen mehr Möglichkeiten haben, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und diese Debatte wird die Universität auch führen und wir werden uns auch hier aktiv damit auseinandersetzen. Universitäten sind, wie es so schön heißt, Anwesenheitsinstitutionen. Und wir alle leben nicht zuletzt vom aktiven Austausch zwischen den Forschenden, aber auch zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Und ich denke, da wird eine Impfung ein ganz, ganz wichtiges Element sein, dass wir einen möglichst belebten, möglichst vollen Campus irgendwann wieder haben werden.